Man darf den Leuten hier echt nicht lange zuhören, das ist irgendwie seltsam. Ach, was mache ich denn? Ich Idiot. Wo geht's denn hin jetzt eigentlich für uns? Hier hinten bei der Windmühle ist noch viel dunkel. Schauen wir doch mal. Hä? Was ist hier los? So, das wäre jetzt links. Da lang, genau. Ich würde die Map ja schon gerne weitestgehend erkundet haben. Und hier ist auch alles voller Blut. Wahrnehmung. Wo denn? Hä? Keine Ahnung, wo der Wahrnehmung jetzt geschafft hat, aber... Rucksack. Erinnerung eines naiven Idioten. Dieses fleckige Buch berichtet von einer langen und beschwerlichen Reise. Ich bin wegen eines götterverfluchten Versprechens bis nach Baldurs Tor gewandert. Sie werden euch mit offenen Armen empfangen. Hab meinen Vettern gesagt, im Tor hat jeder ein Zuhause. 17 Tage bin ich marschiert, 17 Tage mit ihren heulenden Gören und ihrem Pissegestank. 17 Tage Wolfsgejaule, an jämmerlichen Feuern sitzen und trotzdem stinkt es noch. Natürlich haben sie uns nicht in die Stadt gelassen, als wir angekommen sind. Haben uns in ein Lager voller Heulsusen und Waschlappen gefercht. Ich habe genug von ihnen, von ihrem Gejammer, von der ungeheuren Frechheit ihrer Anwesenheit. Wenn ich schon außerhalb der Stadt darben muss, dann richte ich mich in einem Hühnerstall ein. Riecht jedenfalls besser als diese zugeschissenen Weicheier, die angeblich meine Vettern sind. Es geht in ähnlichen Ton weiter. Also hier hat jemand gewohnt? Aber trotzdem ist hier Blut. Ach, vielleicht war das... Nee. Schauen wir uns mal weiter um. Da scheint es ja noch richtig weit zu gehen. Hallo, kann ich mit jemandem sprechen? Pummler? The hunter has nothing to say to you. He seems to have other things on his mind. Na gut, du vielleicht. You think you can just walk into our camp? Present yourself to Alma. Or leave. Ja, Mann, ich versuch das doch. Ich versuch doch, die richtigen Leute zu finden. Godfrey Ulmar. As long as we stand. Rechtei Hathran Rust. You recognize the words. Gur funeral rites. To hear them is rare. The Gur monster hunters are as formidable as they are secretive. My friend from the Hag Swamp. Ach. You're a bright light on a dark day. Sagt, habt ihr die Vampirbrut je gefunden? I did not. Although I suspect you knew that much already. Oh yes. I know you hid him from me. But this is not the moment to discuss it. This is about the dead, not the undead. Frey, Valdiskdurovna. Frey, Valdiskablast. Our tribe left camp on a rescue mission. Only Alma and those you see here returned.
wir waren immer. Ist die Rettung denn geglückt? They could not. Im Orak. Nete! Krasin. Netra! I will say no more. It's not my tale to tell. No. That shame is mine alone. I thought I knew the faces of all your friends, Gandrel. But this one is new to me. Waldläufer, ihr habt die Riten wunderbar durchgeführt. Ich bedauere euren Verlust. Those who have left us will be celebrated, not mourned. They died well, after all. As we all hope to. And this is the one I spoke of, my lady. The stranger I met while hunting the spawn. They killed not only that Fenn's hag, but also the undying General Thorm, if the rumors are true. Two fine trophies. Perhaps I can interest you in a third. Vielleicht. Was habt ihr im Sinn? Baldur's Gate is haunted by many things, but one of its most insidious is the vampire Khazad-dûm. For years, his foul spawn have stolen away innocents at night, whisking them back to his palace. Recently, they struck our camp. They took our children, every last one. Our whole future. We are monster hunters all. Our purpose is to kill beasts like these. But in our haste to save our little ones, we were rash. We charged straight into an ambush. They tore us to pieces. Vampire spawn and werewolves. I have never seen a vampire's lair so heavily guarded. What's left of my tribe is wounded and broken. We cannot stand against him to save our children. But perhaps the Slayer of Ketherick could. Ich tue, was ich kann. Wie soll ich in den Palast gelangen, wenn er so gut bewacht wird? Ah, ne, ja gut, können wir ja irgendwie schon, ne? Ich tue, was ich kann. If you do this, our entire tribe will be in your debt. On our honor. It will be repaid. May the gods keep you and damn your enemies. Das wären bestimmt gute Verbündete, oder? No screaming children. No laughter. No scolding words. There is only silence and pain. Mann, sprich mal ein bisschen schneller, ich werde dir sonst noch in Rente gehen. Du siehst gut aus. Our dead fought well. They died well. I hope I can live up to their example. Okay, ja, das könnten gute Verbündete werden. What will happen to them if we attack? I share your fear. Aber wo soll eigentlich diese Vampir-Dingen sein? Auf der Map scheinbar nicht mehr, oder? Ah. Wir haben einen Stamm der Gurvölker getroffen, das haben wir ja gerade. Wir haben in Freyas Klitsche zwei öffentlich Vampirbrutlinge getroffen. Sie haben uns zu einer Feier in Khazad-dûm Zachs Palast eingegangen. Es klingt so, als würde dort etwas Inneres so nachfolgen. Ja, gut, keine Ahnung, wo das sein soll. Hm, Zitronen. Oder eine. Slami. If you're here to fill an empty stomach, look elsewhere. Folks swarmed what little was had, stuffing their pockets. Bloody animals. Gut. Hier ist ja noch mal. But what were they thinking? They wasn't thinking. Schon wieder ein totes Huhn. Ich rede mal mit dir. We got here first, friend. You're welcome to whatever scraps we leave behind.
Ja, macht mal. Okay, wenn wir jetzt hier runter... Da könnte noch irgendwas sein. Dann machen wir mal. Du siehst die Stadt? Up on the hill. Rechts. Wir kommen, glaube ich, von hier, ne? Dann vielleicht einfach mal nach rechts runter. Okay, hier passiert nicht mehr allzu viel. Oh, das ist interessant. Osmund. Turn back, citizen. No passage in this direction. Warum nicht? It's bloodier than a butcher's backyard out there. Piles of dead absolutists and a few of our own as well. The cultists assaulted the gate, armed to the teeth trying to break in. They nearly had it too, before the Steel Watch intervened. Stahlwache, ist das irgendein neumodischer Rang in der Stadtwache? A little more than that. You'll see for yourself soon enough if you head to the city. Aber ich habe doch schon so eine Stahlwache gekillt. Was haben wir denn hier? Die ist so abseits. Kann ich da reinschauen? Let's see. That's curious. So, was haben wir da drinne? Die ist so unscheinbar und nichtssagend. Huch. Du auch nicht. That's curious. Noch ein Erdhaufen. Okay. Was sagt unsere Mapse? Wir waren mal hier, ne? Wir könnten es da mal versuchen. Das wäre ungefähr hier. Oh, hi! If you're here to save me again, I don't really need to be saved right now. Good thing, huh? Bye. Bye. Mal wieder speichern. Ich muss ja auch mal wieder die Speicherstände aufräumen, glaube ich. Citizen, this is a restricted area. Explain yourself. Ich wollte nur sehen, was sich in der Scheune befindet. Alles ganz harmlos. Funny enough for me to take you to Manip Nesta, I think. Come on. The hell's are you doing in here? Ich war nur neugierig. Täuschen, ich will ehrlich mit euch sein. Ich bin auf der Spur von Lullabell, dem preisgekrönten Schwein meines Klienten. ich war nur neugierig, was in dieser Scheune ist. This is a bar, not a museum. Now get gone. Na gut. Ich hatte Sorge, dass wenn ich jetzt irgendwas wegen einem Schwein oder so erzähle, dass das nach hinten losgeht. So, hier war der Zirkus. Und da war was. Da war der Friedhof oder so. Gucken wir mal noch beim Friedhof und ich glaube, dann müssten wir weitestgehend alles haben, obwohl hier hinten
Da waren wir überall. Ich glaube, ja, wenn wir durch den Friedhof kommen, könnte hier noch was sein, aber sonst müssten wir dann alles haben. Vielleicht müssen wir auch noch kämpfen. Ich glaube, wir haben ja nicht alle Gestaltwandler gekillt, oder? Warte mal, was ist jetzt, wo ich sie befreit habe, wenn ich ihn nochmal anspreche? Dribbles is dead. Joyous news. He was most irritating. Behold, Akabi's wheel of wonders is better than any clown. Perhaps this time, fate shall grant you a better prize. Nothing. Yes. Alas! No jackpot for you, ugly one. You are welcome. Umgekehrter Regenumhang. Hä? Macht er Regen oder was? Wer ihn trägt, ist ständig nass. Okay. Aber ein netter Gag. Magic. Kann ich nicht einfach hier. Kann ich da nicht irgendwie hinterlaufen? Ganz einfach. Was ist, wenn ich hier... Keks, okay. Millie Runbarrel, killed by the cult of the Absolute. May our martyred father shelter her. Bea Gardenson, gave her life protecting fellow refugees. May the one who endures shelter her. Traps, please. Always room for more? Ach, ich glaube, so wären wir hier auch reingekommen. Wohl, Gehen wir lieber hier wieder zurück. Wollen ja keinen Ärger. Obwohl, warte mal, muss ich glaube ich gar nicht. Da ich ja sowieso jetzt hier hin will. Into Sharessa's caress like it was any old business. No disrespect to you, of course, if you're a patron. Lass den Leuten doch ihren Spaß, wenn sie ihn haben wollen. Warte, bist du da? Ein Händler. You look like someone whose soul needs feeding. Care to buy some art? Kunst. Oh, warum nicht? Ich seh's mir mal an. Hast du Geld? Ja. Gleich nicht mehr. Der Umhang ist halt so fies. Aber eigentlich auch gut, weil, ne, du kannst halt wahrscheinlich nicht brennen, ne? Also... Ich weiß nicht, was ich für die bevorstehenden Kämpfe alles so brauche.
Der Kumpel mehr habe ich nicht. Do come again. Hier ist noch eine Händlerin und noch mehr Stahlwächter. Need something? I've got the tools for any job. Any job. Ah, das meint sie mit jedem Job. Okay. Kann ich Schaden davon mal wieder ein bisschen was zu haben? Heiliges Wasser, Feuer, Wasser. Whatever you're working on, hope that fixes it for ya. Ja, danke. Let's go to Khan's guns. She has the most fabulous. A hero is nothing without the right equipment. See Danthelon's dancing axe for all your adventuring needs. Alles, was Abenteurer brauchen. Welcome to Danthelon's dancing axe. Our stock isn't used. It's tried and tested by the finest adventurers. Don't draw any trouble on old Enthal. He acts like he's up for it, but he's retired for a reason. Na dann, nee, ich will mit ihm reden. Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble establishment. How may I be of service? Zeig mal her. Oh. Schienenpanzerung, schwere Rüstung. Hörner des Berserkers, Blutsuchen. Du erhältst einen Bonus von 2 auf Angriffswürfe, wenn du Kreaturen angreifst, die bereits Schaden erlitten haben. Das könnte was für Kerlak sein. Ja. Hä, wo ist es jetzt gelandet? Und was hast du für eine Rüstung? 19. Aha. Panzerschuhe des Kriegsmeisters. Klingt auch gut. Konzentriertes Manöver. Die Ziele sind bei Rettungswürfen gegen deinen Manöver und Waffenaktionen im Nachteil. Schneeüberzogene Klosterhandschuhe, frostiger Schlag, Kleidung des Landes und des Himmels. Plattenpanzerung mittlere. What's next, I wonder? Ja. Was hatte sie? 16. Die ist ganz schön teuer. Ich glaube, das lohnt sich tatsächlich nicht. Aber wir brauchen noch einen anderen Bogen für Lazelle. Was haben wir hier? Schriftrolle Schockgriff. Klingt auch nicht verkehrt. Auf jeden Fall noch Tränke holen. Was ist das? Ach, das ist ein Rapier. Pestbringer. Like it's well be done.
Ja, das ist was für dich. Kannst du haben. Was hast du denn für eine Rüstung? Schwer und 18. Dann kriegst du die. Ah. Was kostet die? Ui. Wir haben noch keinen Basilisken getroffen, ne? Merke ich gerade. Ah, ich glaube nicht, dass ich noch genug verkaufen kann. Was ist mit denen? Die sind ja noch teurer. Aber diesen Umhang, den hätte ich gerne noch für Kerlak. Klingt erstmal uninteressant zu Beginn, das ist wieder der Träger, aber ne? Das könnte ein Game Changer werden. Wo ist er denn? So, den kriegst du. Weil, ja, ein bisschen im Nachteil sein. Also der Feind. Ist nie verkehrt. Den hätte ich ja auch noch gerne, aber... Tja, muss wohl erstmal so reichen. Short father bless you. Der kleine Vater, okay. Downstairs, Danthelon's dancing axe. Upstairs, the velveteen elixir. Elixier klingt auch gut. Now here's someone who Stop. Inhale through the nose. Hold. Exhale slowly through the mouth. Now you've just sampled some of Baldur's Gate's finest incense. Delicious, no? Herrlich, wirklich berauschende Kopfnoten. Aren't they just? You clearly have excellent taste. What can I do for you, sir? Ihr habt da einen schönen Betrieb. I must say, I'm rather proud of it. The wood paneling cost a fortune, but it's so worth it for the lux atmosphere it provides. Ja, wohl an. Was habt ihr denn? Everything alchemical from potions to poisons. Just do make sure you read the label before quaffing. Schicker Horst heißt er. Mehr Tränke? Was ist das? Färbemittel wahrscheinlich? Nee. Nehmen wir auch mit. Ist zwar ein Billotrank, aber man sollte nichts verachten. Ja gut, der hat sonst nicht allzu viel. Ich nehme das auch mal mit. Be sure to savor Schicker. Each purchase. Schicker Horst. Das ist ein Name.
could wear it to dinner with your folks. You are not wearing armor. Guck mal, da steht jemand einfach so komisch in der... Ah, okay. You're absolutely sure. My good man. Every substance has been tried and tested. Ach, da waren wir schon. Okay, nee, nee, da müssen wir hin. Ne, Teufelspakt ist halt nicht. Alter, drei von diesen fetten Viechern. Da kommen wir nicht gegen an. Mal gucken, was ist, wenn wir jetzt hier runtergehen würden? Ob es einen anderen Weg da hinein gibt? Tja, wir probieren es mal. Hallo. Faust, Feuer, was? Feuer? Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Seht ihr, ich wurde zur der Ordination eingeladen. Ach ja, stimmt, ich habe ja hier. Ich habe ja diesen Brief. Well, be. You don't look the posh sort. Last door on the right. Go on. Make merry. Lower the gates. Special permission. Gut. Muss ich nicht gegen diese Dinger kämpfen, das könnte unangenehm werden. Also einer hat uns ja schon ganz schön, naja, Probleme bereitet. Warte, welche Tür hat sie gesagt? Halt! We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. Lord Gortash has been expecting you. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketherick Thorn. I welcome you to Baldur's Gate, my city. Es war mir eine Freude, euch zu treffen. Können wir von Angesicht zu Angesicht sprechen? Of course, of course. My steel watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Gortash. We shouldn't have any more trouble from the guards. Ich guck mal hier. Hä? Wieso habe ich zwei? Lord Gortash is expected. It's just a bridge. Please. This is the armory. Not a bloody open house. Fists only. Now clear off. Möchte mit euch handeln. Trade? Do I look like a shopkeeper? Ja. This equipment isn't for sale. It belongs to the Flaming Fist. Täuschen. Fürst Gortash selbst sagt mir, ich sollte mit euch über meine Anforderungen sprechen. Seid ihr nicht informiert? Einschüchtern. Entweder handelt ihr oder Gedanken wahrnehmen, den Grund für Waldläufe überzeugen. Je besser ich ausgestattet bin, desto weniger Arbeit habt ihr Fäuste in der Stadt. Das wird nix. Was? Fine. Keep your boots on. Bin halt pleite. Ja gut, pleite nicht unbedingt, aber...
vielleicht. Krummsäbel sind eher Mangelware, habe ich so das Gefühl. That lot of use, that hunk of junk was. Keeping me safe, were you? Useless. You've been seeing enough for ages and we're still here. I spoke to him. What are they waiting for? The fire started. I don't know, dear. Oh, right there, bloody legs! All we can do is be patient. The Flaming Fists don't stand for trouble. So stay out of it, yeah? Okay. Wo geht's dahin? Better. I almost. Ach, Gefängnis. Ich habe eigentlich gehofft, ich könnte mich jetzt einfach in Gordas Schlafzimmer begeben und dort den Stein klauen. Aber ich glaube, das war zu einfach gedacht, oder? Ah, das wird wohl Ärger geben. Lord Gortash is expecting. Please make your way to the audience chamber. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon will, aber. What happens next is out of our hands. Lord Gortash is expecting you. Please make. If it isn't little Will's chums. I hope he hasn't been too much trouble. Heard about his father. The Dead Three's puppet. A travesty, really. He's upstairs in Worms Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid shindig, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. And bring the pup along, if you can. I'd hate for him to miss the fun. Stuck in the hell if it weren't for him. Das sieht ein bisschen so aus wie, ich muss gleich alle töten. Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard, thank you for joining me on this exceptional day. It's him, Gortash. This is it. I can practically taste his blood from here. The tiefling is letting her passions get the better of her. The situation is delicate. Do not be swept up in her emotions. Ja, haltet euch zurück, Kalec. Wenn wir Gortash hier angreifen, wird uns die Stahlwache mit einem Streich auslöschen. Ach komm, wirklich jetzt? Ach Mann. Huiuiuiuiui. So we bide our time. But make no mistake, that monkey is mine. A moment please, my friends. An old acquaintance has come to pay her respects. Please, Kalec. Come and say a proper hello. My respects! You're lucky I've agreed not to shove my boot up you! Ah, how I've missed your colorful turns of phrase. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are
and for that netherstone that you carry. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided if you and I come to an understanding. Together, we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. Welche Art von Verständnis schlagt ihr vor? Ich bin nicht daran interessiert, mit euresgleichen zu verhandeln. Ja, ich bin nicht daran interessiert, mit euch euresgleichen zu verhandeln. The likes of you stand to benefit from the likes of me. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketherick gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Ich habe keine Angst vor ihr. You've met her assassins. Efficient killers, by all accounts. I know you survived previous encounters. But she won't relent. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all three Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Was schlagt ihr vor? I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here. So the three are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Stimmt. Let's be allies, said the viper to the frog. Motiv erkennen. Ah. Aber ich glaube, ich bin perfekt. Also nicht ich bin perfekt, sondern ich bin inspiriert. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. Ich denke darüber nach, aber ich verspreche nichts. Ich werde Orin besiegen und dann werden wir verbündet sein. Ihr habt mein Wort. Then let it be writ by the black hand of Bane. I, Lord Enver Gortash, swear I shall do you no harm. We will rise together over Toriel as a roaring sun. This isn't going to end well. Mark my words. I understand your concerns, my old friend. But allow me to demonstrate why you made the right choice. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. Take that with a grain of salt. This is Gortash we're talking to.
The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Wie soll ich Orin finden, wenn sie ihre Gestalt so leicht verändern kann? Even horror has a home. Find her nest and slay her there. For all its charms, Baldur's Gate has long had a cancer at its heart. A hidden temple devoted to Baal. That's where Orin became what she is, where she worshipped and schemed. And now, it's where she hides from my watchers, when she's not spilling blood in the streets. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. Ihr Orin Kesrick, das Gehirn, was war euer Plan? First Orin the Red, bloody dagger of Baal, causes panic in the streets through killings in the Absolute's name. Next, the threat of the Absolute's monstrous armies formed by Merkel's general, Kethric Thorn. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order, and protection. Leaders like me. Bane's unyielding hand, author of Justice. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them, all out of fear of the Absolute. Next, we will declare curfew and begin infecting the masses. Our subjects will hear the voice of their Absolute God. The faithful will do anything in the name of their God. Wo in allen neuen Höllen habt ihr ein so mächtiges Artefakt wie die Krone gefunden? Powerful connections. Let's leave it at that. Na dann, sehr clever. More importantly, just. Now, come. Be witness, as I make history as the first Archduke of Baldur's Gate. Das würde ich nie verpassen wollen. Gut, bringen wir es hinter uns. Ich habe kein Interesse an dieser Scheinzeremonie. Damit ist jetzt Schluss, Gott, ich schalte euch aus. Na schön. Then we proceed. The Patriarchs await. Distinguished Dukes, Patriarchs, dearest Raven Guard, I will heed your call. A new chapter begins. Orin könnte auch er sein, ne? Enver Gortash, swearest thou by Baldurin's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the Steel Watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed.